24. November fand in der Kunst- und Musikschule Ataraxia Schwerin die Abschlussveranstaltung zum Festival Verfemte Musik statt. Für diesen Abend hatte Organisator Volker Amels einen ganz besonderen Gast eingeladen. Neben der Musik, also auch aus der Zeit und von vielen Komponisten, die ermordet und verfolgt wurden, haben wir aber noch sozusagen eine ganz tolle Ergänzung, nämlich wirklich der wirkliche Star Fritzi Haberland, die Schauspielerin, kommt hierher nach Schwerin, wird hier gleich Texte rezitieren, die dann eben entsprechend zu der Musik ausgesucht wurden. Also es ist ein literarisch-musikalischer Abend. Das Konzert unter dem Titel Vertanzt, verfemt, vergessen bestand aus Tanzmusik für Klaviersolo im Dialog mit dem rezitierten Wort. Im musikalischen Austausch performten Fritzi Haberland und Gottlieb Wallisch Werke von Erwin Schulhoff, Lidi Gün und Mascha Kaleko. Blonde an der Bar schickt einen Brief. Beim Lesen denke ich, zu spät. Vor einem Jahr wäre er mein Typ gewesen. Hierbei nahmen die Künstler die Zuschauer mit auf eine dramaturgisch eng verknüpfte Reise in die Klänge und Empfindungen der damaligen Zeit. Das Festival Verfemte Musik ist eins der wichtigsten Kulturveranstaltungen der Stadt. Dieses Festival ist einmalig, nicht nur für Schwerin und die Region, ich würde sogar sagen bundesweit und darüber hinaus, weil wir hier den Künstlern, die während der Nazizeit verfemt oder verachtet worden sind, ein Erinnerungspodium geben. Und gerade jetzt in diesen Tagen sieht man, wie wichtig das ist. Letztendlich ist die Stadtgesellschaft ja auch interessiert an diesen Ereignissen, die heute stattfinden, aber der Rückblick nach damals in die Zeit, in der diese Musiker verfemt worden sind, der ist immer wieder wichtig, das am Leben zu halten, ist Aufgabe dieses Festivals und deswegen kann man nur sagen, das ist ganz hervorragend und ganz wichtig für Schwerin. Große Unterstützung erhält das Festival durch die Stadtwerke Schwerin als langjähriger Sponsor. Die Bilanz in diesem Jahr durchweg positiv. Hochkarätige Künstler und Musiker gaben den verfemten Liedern eine Bühne. Themenschwerpunkt 2024, der Komponist Arnold Schönberg. Als Highlight gilt der internationale Wettbewerb von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Europa.